sage noch mal ein paar Neuigkeiten zum Thule Kinderanhänger-Serie. Wir haben hier den Thule Sport. Also als erstes mal, wie ihr ja schon seht, wir haben hier ein Verdeck oder eine Sonnenblende, die sich ganz einfach in diesen Aluschienen von oben nach unten verschieben lässt und sich auch relativ einfach komplett entfernen lässt. So, kann man auch noch hier oben reinführen. Dann kann man das über die Sips entsprechend öffnen. Was auch neu ist, ich habe hier ein Polster, was sich so verändern lässt, dass die Kinder auch mit Helm deutlich bequemer drin sitzen können. Bei dem durch die neue Versawing lässt sich auch die Deichsel am Fahrrad als auch am Anhänger abschließen und gegen Diebstahl schützen. Das erfolgt hier über das Schloss. Was sich deutlich geändert hat, ich habe auch beim Zwei getrennt veränderbare Sitzposition. Das heißt, ich kann das komplett nach hinten rausziehen, um damit eine Schlafposition zu erzeugen. Der Faltmechanismus, sodass der Wagen deutlich kompakter ist, wenn ich ihn transportieren möchte. Es geht dann so. Hier ist eine Entriegelung. Da kann er komplett zusammenfallen. Haben wir Rad raus. Rad raus. So. Dadurch passt er halt auch in sehr kompakte Fahrzeuge. Bremsfunktion funktioniert über das Drehen dieser Betätigung. Dadurch betätige ich die Fahrbremse. Feststellbremse ist hier an der Seite. Das soweit als Neuigkeiten zum Thule Kinderanhänger Sport.